Also zum Prozedere. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und der Weltrekordhalter in Karikaturen zeichnen wird daraufhin eine Karikatur zeichnen. Deine Fans können dieses Bild gewinnen. Wo hast du zuletzt deinen Urlaub verbracht? Meinen letzten Urlaub habe ich verbracht. Lass mich kurz nachdenken. Puh. Ab wie viele Wochen zählt das denn als Urlaub? Okay, dann in Amsterdam. Amsterdam. Was hast du da gemacht? Ich habe einen Trip von Wien bis nach Amsterdam gemacht und dann war ich noch einen Tag in Amsterdam. Das war sozusagen Urlaub. Sollten Drogen legalisiert werden? Naja, kommt drauf an. Also ich meine, in Amsterdam, wenn man sich das so ansieht, läuft das ja eigentlich ganz okay. Ob es legalisiert werden soll. Eigentlich Gras könnten die schon legalisieren, aber die ganzen härteren Drogen wäre es vollkommen behindert, das zu legalisieren, sonst würde es ja nicht jeder nehmen und das macht ja auch tatsächlich den Körper kaputt. Okay, welches Hip-Hop-Accessoire geht deiner Meinung nach gar nicht mehr? Goldene oder silberne Kreuze mit sehr viel Bling-Bling dran. Warum? Weil das einfach unfassbar dumm aussieht, vor allem weil das ja meistens wirklich irgendwelche Plastikteile sind und ist einfach hässlich. Und welches politische Accessoire trägst du mal mit dir? Politische Accessoire? Was ist ein politisches Accessoire? Manche tragen Dreadlocks, manche haben Peace-Zeichen immer auf ihrem Rucksack. Ich trage eine Kette, eine buddhistische Kette. Bist du Buddhist? Nein, aber ich interessiere mich für Zen-Buddhismus und daher habe ich auch eine Kette mit den 88 Perlen. Der 88 Tempel. Ist politische Correctness eigentlich wirklich korrekt? Eigentlich nicht, weil eigentlich geht es ja darum, dass man sagen können muss, was man will. Und wenn die Politik einem vorschreibt, was man sagen kann, was nicht, auch wenn es noch so verwerflich ist, was eine Person da sagt, sollte die Person es sagen dürfen, weil sonst weiß man ja nicht, was für eine Person da vor dir steht, wenn sie nicht sagen darf, was sie denkt. Angenommen, du kannst einen Politiker zu dir zum Abendessen einladen. Welcher wäre das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne 5 Jahre in Deutschland und deswegen kenne ich mich in Deutschland nicht sehr mit der Politik aus. Welcher Politiker wäre? Also, es wäre HC Strache aus Österreich. Warum? Weil HC Strache eine Propaganda fährt, die unglaublich ist. Der stellt sich selbst als Superman dar, der hat ein eigenes Comic, der hat einen eigenen Rap, der ist ausländerfeindlich, so wie ich es noch nie gesehen habe in meinem Leben. Und mit dem würde ich natürlich gerne mal sprechen, was er sich dabei denkt. Was würdest du für ihn kochen? Gar nichts. Auf gar keinen Fall irgendwas. Ich würde ihn erstmal kommen lassen und mit ihm sprechen. Gut, das war die letzte Frage. Schauen wir uns mal an, was Gero gezeichnet hat. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Mein Name ist Raf Camora, aka Raf 3.0 und ich habe die Macht, denn ich kann sagen, was auch immer ich will. Denn nur YouTube oder die Zensur kann mich daran hindern und ich habe die Macht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn ihr die Macht habt, dann schreibt das an, wie geht die E-Mail-Adresse? An Du hast die Macht und dann könnt ihr meine Karikatur gewinnen. Gemacht von Gero, super Ding, super Typ und schreibt. Mein Name ist Raf Camora, aka Raf 3.0 und ich habe die Macht, denn ich kann sagen, was auch immer ich will, denn nur YouTube oder die Zensur kann mich daran hindern und ich habe die Macht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn ihr die Macht habt, dann schreibt das an, wie geht die E-Mail-Adresse? An Du hast die Macht und dann könnt ihr meine Karikatur gewinnen, gemacht von Gero, super Ding, super Typ und schreibt.
Mein Name ist Raf Kamora, aka Raf 3.0, und ich habe die Macht, denn ich kann sagen, was auch immer ich will, denn nur YouTube oder die Zensur kann mich daran hindern, und ich habe die Macht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn ihr die Macht habt, dann schreibt das an, wie geht die E-Mail-Adresse? An Du hast die Macht, und dann könnt ihr meine Karikatur gewinnen, gemacht von Gero, super Ding, super Typ, und schreibt.